Hallo, lieber Michael. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Klein Marketing Consulting. Wir arbeiten jetzt schon seit knapp 5 Jahren zusammen und in der Zusammenarbeit einfach mal die Frage an dich zusammenfassend, welche sind die 3 größten Werte, die du in der Zusammenarbeit mit Thomas Klein Consulting siehst? Also das Wichtige oder das Gesamte, was den großen Unterschied ausmacht, ist, dass es erstmal individuell ist, insbesondere halt auch das ganze Feedback individuell. Also für mich ist halt Thomas Klein also so ein wichtiger Sparring-Partner, der eben auch individuell auf die jeweiligen Kunden eingeht. Also ich hatte davor mit ein paar anderen Agenturen auch gearbeitet, die halt sehr stark versuchen, ein standardisiertes Produkt rauszuhauen. Und das ist dann klar, funktioniert bei manchen, aber ist es sehr schwierig, wenn man an einer Stelle ist, wo man eben mehr Feedback, mehr Rückfluss an Informationen, Input braucht, dann können die das halt nicht leisten. Also das ist halt so der wichtigste Punkt, dass es halt individuell zugeschnitten ist, und wir haben auch im Laufe der Zusammenarbeit auch so die Modalitäten öfter mal halt angepasst, je nachdem, wie es halt bei mir auch gerade gepasst hat. Und du hast auch immer deine eigenen Ideen eingebracht, und das war halt so der Punkt, wo ich, was mir halt wichtig ist als kleineres Unternehmen, dass man da halt auch das Feedback bekommt. Das ist halt so der eine, das Individuelle, das zweite ist halt auch wirklich Feedback, die dritte Person oder die Augen von außen, die mal so drauf schauen und halt so Feedback geben, wie halt so das sich im Verhältnis auch zu Mitbewerbern, oder du kennst den Markt ja auch ziemlich gut halt, wie sich das so darstellt. Das ist so das Zweite, dass man halt vertrauensvoll halt auch eine ehrliche Anleitung bekommt, in welche Richtung das Ganze Sinn macht oder was halt weniger Sinn macht. Und dann halt logischerweise eigentlich das, was beim Marketing natürlich die Kernarbeit ist, wirklich Kunden anrufen, Termine ausmachen, Content überlegen und bereitstellen, um halt auch wirklich das Marketing dann an sich voranzutreiben. Das ist ein großer Block, und das ist eigentlich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber die anderen beiden Punkte sind, finde ich, für die Ausrichtung von dem Unternehmen, gerade wenn es noch so in der Findungsphase, aber in einer Transferphase vielleicht ist, ist es äußerst wertvoll.